Hi YouTube und herzlich willkommen. Heute geht es um den Metabones Speed Booster und zwar in der fünften Generation. Ich habe hier meine Sony Alpha 7 III und es geht eigentlich nur darum, wie updatet man das Ding, weil der Autofokus ist nicht ganz so gut an meinen Objektiven und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt und man hat mir gesagt, update das Ding nochmal. Stimmt, darauf bin ich nicht gekommen und wie das geht, das schauen wir uns heute an und es geht nur um die Installation und ein separates Review über den Speed Booster gibt es natürlich auch noch bald. Das ist die fünfte Generation des Speed Boosters und zwar an der Sony Alpha 7 III mit Canon-Objektiven. In dem Fall habe ich zwar ein Sigma-Objektiv drauf, aber es geht hierbei um die EF-Objektive. An der Seite hier habt ihr so eine kleine Lasche, die macht ihr ab und da habt ihr eine Micro-USB-Verbindung. Und das Einzige, was ihr ab jetzt nur noch braucht, ist Micro-USB-Kabel, ein Laptop und wie das Ganze dann funktioniert, das schauen wir uns heute an. Vielleicht schaffe ich es auch nicht und dann wissen wir mehr. Hier oben, diese App braucht ihr, die findet ihr auf der Metabones-Seite. Ich packe natürlich einen Link in die Videobeschreibung rein. Es war richtig nervig, das Teil runterzuladen. Wenn ihr ein MacBook besitzt, versucht die Firewall ständig diesen Download zu unterbrechen. Deshalb erst die Firewall ausschalten und dann könnt ihr das Teil runterladen. Nachdem ich da doppelt drauf getippt habe, sagt es Folgendes. Also, ihr müsst jetzt quasi den Adapter mit einem Micro-USB-Kabel an dem Metabones Speed Booster verbinden und zwar direkt an euren USB-Port von eurem Computer und nicht über eine Tastatur oder über zum Beispiel einen USB-Hub. Und bitte keine Kamera anstöpseln, während ihr den Speed Booster updatet. Hier ist der Speed Booster und zwar, wie gezeigt, hier ist der Micro-USB-Port und keine Kamera anstecken. Nachdem ihr den Metabones Speed Booster nun in euren Computer eingesteckt habt, habt ihr sogar die Option hier alles auszuwählen, was ihr wollt. Ich wüsste jetzt nicht, ob es ein Nachteil ist, wenn ich es nicht auswähle. Dann einfach nur noch auf Update klicken und das Ganze scheint dann von ganz automatisch zu passieren. Metabones wurde unerwartet beendet. Done. EFE Smart Adapter has been updated. You may now unplug the USB cable. Also erst ist die Software abgestürzt und dann sagt er, es ist doch alles passiert und es wurde abgedatet und ich glaube, das war's dann schon, weil mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Während des Update-Vorgangs seht ihr hier die ganze Zeit diese kleine LED blinken. Also das bedeutet, da passiert tatsächlich auch was. Und noch ganz kurz zum Schluss, bevor ich Tschüss sage, warum ich das Ganze dann geupdatet habe, ist folgender Grund. An den Ecken hat der Metabones immer Probleme gehabt mit dem Fokus. In der Mitte gar kein Problem, und zwar das auf allen Objektiven. Jetzt nach dem Update läuft es um einiges schneller und vor allem an jeder Ecke kriege ich meinen Fokus. Also hat es was gebracht. Dann glaube ich fast, dass ich jetzt wieder meine Sony Alpha 7 III nehmen kann. Den Speed Booster draufgeschraubt. Dann nehmen wir einfach mal ein Sigma Objektiv, weil wir es ja herausfinden wollen, ob es funktioniert hat. Und er zeigt keine Fehlermeldungen oder sonstiges an. Der Weißabgleich ist jetzt ein bisschen ungünstig, sagen wir einfach mal automatisch. Oh, der ist deutlich schneller geworden. Also ihr seht wirklich, boah krass, der so schnell war vorher nicht. Also hat es tatsächlich was gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch Fragen habt, gerne unter dieses Video. Bis bald!